Hallo und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Boris Schwarz und ich freue mich sehr, dass du auf dieser Website gelandet bist. Ich möchte dir in diesem Video an einem Beispiel erklären, weshalb es nicht die eine Ernährungsform für alle gibt. Jeder Mensch ist so individuell und einzigartig wie sein Fingerabdruck und deshalb sind Kohlenhydrate per se nicht für alle Menschen schlecht. Kohlenhydrate dienen ja in erster Linie als Energielieferant für unsere Muskulatur. Deshalb bezeichne ich sie gern als unser Muskelbenzin. Ich verteufel sie nicht grundsätzlich, sondern ich unterscheide A, gute und schlechte, B, Input soll zum Output passen. Wenn du Sportler oder Sportlerin bist und deinen Körper mit guten Kohlenhydraten betankst, wirst du mehr Energie, mehr Leistung haben als ohne. Wenn sich Menschen allerdings ernähren wie Leistungstriathleten und Couchpotatoes sind, dann kann es zu gesundheitlichen Herausforderungen kommen. Und dann wären wir bei C. Wie reagiert dein Körper auf den Verzehr von Kohlenhydrate? Wenn wir Kohlenhydrate essen, steigt unser Blutzuckerspiegel. Daraufhin bekommt unsere Bauchspeicheldrüse den Befehl, das Hormon Insulin auszuschütten. Und Insulin reguliert den Blutzuckerspiegel wieder auf ein normales Maß. Die Frage ist nun, wie viel Insulin ist nötig, um den Blutzuckerspiegel wieder auf ein normales Maß zu bekommen? Und genau mit dieser Frage habe ich mich in den letzten Jahren intensiv beschäftigt und dabei ist herausgekommen, dass es drei verschiedene Ernährungstypen gibt. Den Kohlenhydrat, den Misch- und den Fetttyp. Der Kohlenhydrattyp isst Kohlenhydrate, sein Blutzuckerspiegel steigt, die Bauchspeicheldrüse schüttet ein klein wenig Insulin aus und der Blutzuckerspiegel geht wieder auf ein normales Maß zurück. In meinen Seminaren habe ich oft sportliche Mädels, die Kohlenhydrattypen sind, sich mit Low-Carb-Diäten geißeln, dadurch weniger Leistung haben, ihren Stoffwechsel verlangsamen und mitunter schlechter schlafen. Für sie wäre eine High-Carb-Low-Fat-Ernährung mit gern 5-6 Mahlzeiten perfekt. Dann gibt es den Mischtyp. Bei ihm ist etwas mehr Insulin nötig, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Für ihn wäre eine Low-Carb-Ernährung mit 3 Mahlzeiten ideal. Und dann haben wir den Fetttyp. Bei ihm ist viel bis sehr viel Insulin nötig und der Blutzuckerspiegel will immer noch nicht richtig runterkommen. Für ihn wäre eine ketogene Ernährung, also eine High-Fat-No-Carb-Ernährung die richtige, mit vielleicht 2, maximal 3 Mahlzeiten am Tag. Du siehst, jeder Mensch ist unterschiedlich. Es gibt allerdings 3 Dinge, die bei allen 3 Ernährungstypen, ja bei allen Menschen gleich sind. Und diese 3 Dinge habe ich in diesem Buch auf einen einfachen Code, den Fettkiller-Code, heruntergebrochen. Und nicht nur das, denn du erfährst, ob Nahrungsergänzungsmittel Sinn haben oder nicht und weshalb nahezu jeder Mensch Omega-3 und Vitamin D zu sich nehmen sollte. Im freien Handel kostet dieses Buch 29,95 Euro. Dir möchte ich es heute schenken. Ich möchte dich lediglich darum bitten, dass du die Kosten für Porto, Verpackung und Handling übernimmst. Denn sicherlich kannst du dir vorstellen, dass ich die Bücher nicht selbst verpacken und verschicken werde. Ich habe dafür einen Dienstleister beauftragt. Ich zahle also das Buch, du Porto, Verpackung und Handling. Ist das fair? Ich denke schon. Falls du dich nun fragst, wie ich auf die Idee komme, dieses Buch zu verschenken, solltest du unbedingt das Kapitel, warum ich tue, was ich tue und dort die Stelle, an der ich über den Sinn des Lebens sinniere, lesen. Klicke also jetzt auf den Button, sichere dir dein persönliches Exemplar, welches du in Kürze in Händen halten und direkt loslegen kannst. Ich wünsche dir schon jetzt viel Spaß beim Schmökern und jede Menge Aha-Momente.